So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Far Cry 4 mit mir, dem Philipp. Und wir waren stehen geblieben. Diese Mission von diesem Longinus, ich kann mir den Marken immer noch nicht merken, den Namen. Wahrscheinlich ein Mönch. Oder vielleicht ein Religiöser. Aber ich würde sagen, wir machen vorher mal diese Geiselrettung hier. Meine Familie haben sie auch. Bitte. Du musst sie retten, sonst tut es niemand. Ich mach das schon. Boah, der kann mit geschlossenem Mund reden. Vielleicht hat er Bauchredner Ausbildung oder sowas. Naja. Okay, wir sind jetzt hier in dieser Hauptfestung und wir müssen nach da hinten. Hier stand doch immer... Wer sehen will, wie die Festung hier eingenommen worden ist, der muss sich entweder, ich weiß nicht, ob er sich noch gedulden muss oder nicht, auf jeden Fall habe ich in einem Video die Festung mit dem Sven eingenommen. Da könnt ihr sehen, wie wir das getan haben. Aber naja, wir müssen wahrscheinlich... Normal steht hier ein Helikopter. Aber... Oh, da vorne, genau. Wir können den Buggy nehmen. Das ist zwar nicht so weit, aber... Da müssen wir ja jetzt nicht direkt hinlaufen. Ein Elefant. Und... Oh, wir könnten mal einen Elefanten nehmen. Dann seht ihr mal, wie wir mit einem Elefanten reiten. Komm her, Elefant. So. Wir können sogar von hier oben... schießen. Das finde ich ja nochmal richtig cool. Also wir haben jetzt die Befehle mit WASD, können wir den lenken. Und wenn wir irgendwo hingucken, dann läuft er auch dahin. Und wir können hier mit Umschalt, wie Sound in der Kette, stürmen. Und mit Öff so schlagen. Dann schwingt er seinen Rüssel so. Und wir können da relativ gut Leute mit weghauen. So, hier unten. So, du warst treuen Diensten. Aber bei einer Geiselbefreiung können wir leider keine Elefanten gebrauchen. Tut mir leid, Kumpel. Du darfst das machen, was du am besten kannst. Relaxen. Alles klar, okay. Wir haben hier einen, dann... Da steht keiner, da drin ist einer. So, wir sollten aber vielleicht erstmal... Okay, da vorne sind zwei Geiseln und hier sind zwei Geiseln. So, jetzt wäre eine Möglichkeit. Oder sind Tiger? Fische, den hintersten wegzumachen und dann... Ja, komm, wir machen das relativ einfach. Den ersten. Den zweiten. Den dritten. Und den vierten. Und ich hoffe mal, jetzt rennt hier nicht noch... Oh. Okay, den auch noch. Gut, jetzt sollten wir noch die Geiseln befreien. Und dafür bekommen wir auch noch einen Bonus, weil wir alle gerettet haben. Hier hätten wir auch bestimmt so einen Tod von unten mal ausprobieren können, aber... Ja, wir sind dabei. Nimm das als Dank. Ha, die Kiste tanzt auf dem Wasser. So, diese Kiste können wir öffnen. Diese Pflanze nehmen wir mit. Alles ernten auf unserem Weg. Nichts bleibt so, wie es war. Und wir retten natürlich alle, damit wir das meiste Geld abstauben. Ich kann dir nur das hier geben. Kannst du bitte? Ich danke dir. Nimm das für unsere Rettung. Wenn du nicht gewesen wärst. So. Ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Das sind Zivilisten. Also nicht auf die schießen. Hier sind noch Granaten, okay. Munition fürs Präzisionsgewehr für Sturmgewehr. Und hier ist ein Zettel. Goldene Tür. Von D. Okay. Vielleicht eine Abkürzung von irgendjemandem. Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen. Okay, hier können wir nichts mehr auf. Oh, die Kiste können wir öffnen. Die hätte ich doch glatt übersehen. Ein Tagebuch. Okay, sonst hier draußen. Vielleicht können wir hier noch irgendwie so einen Propagandazettel abreißen. Hier oben irgendwas. Nein, hier ist nichts mehr. Und sonst diese Plakate sind, glaube ich, sonst nirgendwo mehr. Nein, hier drüben auch nicht. Gut. Dann können wir jetzt uns die neue Mission markieren. Und zwar müssen wir
Hier oben hin. Und dafür würde ich sagen, das ist da oben, nehmen wir das Boot. Hier war doch gerade eben noch irgendwo ein Boot. Ja, da vorne. Ha. Und fahren einmal quer über den See rüber. Und wir tun mit dem Ding fetten Motoren hier hinten dran. Können wir da jetzt schön hinheizen. Ah, das sieht ja richtig cool aus. Schön heizen wir übers Wasser. Und jetzt können wir mal mit Schwung einfach mal, weil wir es... Okay, wir machen das weiter hinten. Mit Schwung, weil wir es können, aufs Land drauf fahren. Damit es niemand anders mehr verwenden kann. Sehr gut. Und ich höre ein Auto. Okay, das sind welche von uns. Kann ich da aufspringen? Okay, die fahren mich also um. Ist klar. Und obwohl ich nur von der Seite reingekommen bin, so müssen wir jetzt das da unten nochmal machen. Nein, zum Glück nicht. Aber das Boot hier ist jetzt auch weg. Wir haben jetzt nur... Ah, doch, da ist ein Boot. Aber das gehört nicht... Okay, die sollten mich nicht überfahren. Dann klettern wir jetzt hier mal hoch. Vielleicht können wir die mit... Hier könnt ihr mich mitnehmen. Ne, ich glaube nicht. Die haben da nur angehalten, ne, weil ich da war. Aber ich glaube, wir können dieses Boot hier nehmen. Halten zum Einsteigen, jawohl. Mit dem hier sind wir jetzt ja verdammt langsam, aber naja, wenigstens haben wir... Na doch, das geht eigentlich. Das Bötchen ist auch relativ schnell. So. Da ist noch... So, jetzt könnten wir mal das hier gerade markieren, so, und jetzt schnell weiterfahren. Was ist denn hier? Ah, hier sind diese Rosenblätter. Ein Elefant und das sind auch Freunde. Okay, gut. Dann jetzt auf noch 290 Meter. Weit ist es nicht mehr. Pflanze mitnehmen. Überfall. Jetzt nicht mehr. Das war ein Überfall, Junge. Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Jetzt habe ich auch wenigstens ein Auto, mit dem ich da hochfahren kann und dauert nicht so lange. Denn wir haben noch 240 Meter und wenn wir die laufen, dann brauchen wir halt einfach länger. Jetzt wäre nur die Sache, können wir hier hochklettern irgendwo? Ich nehme an, ja. Oder hier hochfahren. Da ist er, da ist ein Trampelpfad. Dann fahren wir mal hier hoch und nähern uns dem Kloster. So. Gleich sind wir da. Ah, nicht abstürzen. Ziemlich weit oben und mir geht das Radio schon wieder auf den Geist, also aussteigen. Und wir hören kein Radio. Dami Ashram, Ort entdeckt. Okay, also der hat hier oben ein schönes Fleckchen. Ein sehr dunkles Zelt. Und wir interagieren und treten ein. Ach, das ist der gewesen, genau. Ich dachte gerade, wir sollten kooperieren. Du und ich. Und nun hat die Vorsehung uns zusammengeführt. Gelobt sei der Herr, mein Fels. Ja, meine Hände kämpfen lehrt und meine Fäuste Krieg zu führen. Das ist ein Zahn. Das heißt, gib als Soldat dein Bestes. Selbst wenn das bedeutet, dass du dafür in ein gottloses Land wie dieses kommen musst. Als Soldaten beschützen wir unser Volk durch unser Willen zu töten. Und was brauchen wir, um unsere Aufgabe zu erfüllen? Glauben? Waffen, Ege! Waffen! Und sie, wie wollen wir durch das Meer der Angst gehen und die Wellen besänftigen? Hilf mir, AJ, und der goldene Pfad wird seine Waffen erhalten. Alles klar, das werden wir tun. Preise Gott, ihm sind endlich die Schuppen von den Augen gefallen.
Es gab eine Sendung. Ein paar Hubschrauber über das Gebirge entsandt. Doch es stürzte ab. Du musst diesen Trecker nehmen und mir diese Sendung besorgen, bevor die Armee sie bergen kann. Der Herr wird schon für deinen Transport sorgen. Was hältst du davon? Amen. Amen. Nun geh! Geh! Geh, LJ! Alles klar, dann gehen wir jetzt mal. Bergpredigt. Und hier ist die Kiste. Erstmal die Kiste aufmachen. Hier sind noch so. Wo müssen wir hin? Ach, da vorne. Guten Tag. Hallo. Ja, wir können jetzt mit dem reisen, also. Alles klar. Der Himalaya. Ach ja, genau, das heißt der Himalaya und nicht das Himalaya. Okay. Finde eine Sauerstoffmaske. Longinus, der Tracker von dir zeigt an, dass ich nah dran bin, an was immer ich dir auch holen soll. Das sind gute Nachrichten, AJ. Aber pass auf, wenn du die Absturzstelle erreichst. Die Royal Army hat bestimmt Leute geschickt, um die Ladung des Helios selbst zu bergen. Schalte sie raus, wenn du musst. Und 8013 Meter, also wir sind jetzt ziemlich weit oben. Ich glaube, wir sind auf dem Mount Everest irgendwo. Und die Sichtweite der Gegner ist im Schneesturm begrenzt. Nutze dies zu deinem Vorteil. Das werden wir. Und wir brauchen auch eine Maske. Wurde uns eben gesagt, weil wir sonst. Können wir rein? Nein. Weil wir sonst ein Problem bekommen, weil hier oben die Luft ziemlich dünn ist. Und dann geht uns einfach irgendwann der Sauerstoff aus. Ist das jetzt ein Gegner? Ich glaube schon. Ah. Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt erstmal. Okay, da unten sind zwei, die könnten wir mal. Okay, wenn die uns nicht sehen, dann sehen. Oder wenn wir sie nicht gescheit sehen, dann sehen die uns auch nicht. Oh mein Gott, die können ja. Okay. Ich hätte mir vielleicht denken können, dass. Nein, wir brennen. Ich hätte mir vielleicht denken können, dass man durch ein Zelt durchschießen kann. Alles klar. Oh, hier ist so ein Jetski. Alles klar, dann könnten wir. Erstmal. Den Typen hier noch umlegen. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht zu durchsuchen. Da finden wir Sauerstoff und. Ja. Okay, gut. Dann nehmen wir den Jetski da unten am besten. Ich schaue nur noch kurz hier in das Zelt. Da können wir nicht rein. Gut. Den Jetski, damit wir schnell bei unserem Ziel ankommen. So, ah ne, halt. Ich glaube, hier müssen wir nicht lang. Wir sollten hier runterfahren. Aber wir sollten nicht abstürzen. Da müssen wir besonders aufpassen drauf. Objekttracker. Der Objekttracker wird im Suchgebiet automatisch ausgerüstet. Je näher du deinem Ziel kommst, desto schneller blinkt das Licht. Das Licht leuchtet permanent und färbt sich grün, wenn du den Tracker genau auf das Ziel richtest. Okay, wie kann ich den dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schleife. So, GPS aufnutzen. Er blinkt schneller, hat er gesagt. Hier blinkt er langsam. Okay, es wird. Ja, hier ist er doch. Aber was kann ich jetzt hier machen?
habe den Helikopter auch gefunden. Ne? Muss ich hier vielleicht irgendwie reingehen oder so? Ne, kann man nicht rein. Vielleicht hat auch der das dabei. Was soll das? Wo sind die Waffen? Spüre die Lieferung auf. Alles klar, dann müssen wir also zu 3 Punkten. Okay, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Far Cry 4. Bis dann. Ciao.